Hallo. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Anpfiff ist am Freitag um 18.30 Uhr. Wir rechnen vor Ort mit bis zu 1.300 Clubfans. Begrüßt den Trainer René Weiler. Personelle Lage, wie bekannt, Raphael Schäfer fällt aus. Zoltán Stieber ist gelb-rot gesperrt. Tim Leibold und Mijo Brečko kehren in den Kader zurück. Dann legen wir los mit euren Fragen an die Lendner CEF. Naja, eine Personalie weiter. Patrick Rakowski, wie sieht es bei ihm aus? Der hat heute trainiert. Jetzt warten wir mal noch morgen ab, ob das wirklich dann auch bei ihm gehen könnte. Aber der hat heute trainiert und somit haben wir auch wieder zwei einsatzfähige Torhüter im Training gehabt. Wolfgang Lasenberger, Nachrichten. Sie haben es am Freitag noch ein bisschen offen gelassen, wer jetzt die neue Nummer 1 wird. Haben Sie sich mittlerweile festgelegt auf Rakowski, wofür ja vieles spricht? Nein, das habe ich jetzt bereits beantwortet gehabt. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Musste auch mal zuerst schauen, ob Rakowski überhaupt trainieren kann. Und jetzt haben wir morgen noch mal eine Einheit und dann werden wir uns dann nach dem morgigen Training entscheiden. Uli Dickmeier, Nürnberger Zeitung. Wie hat denn die Mannschaft auf den Ausfall von Raphael Schäfer reagiert? War es mehr Depression oder auch so eine gewisse Trotzreaktion zu spüren? Weder noch. Das ist halt einfach so. Man kann sich ändern. Selbstverständlich ist es nicht eine glückliche Situation für alle zusammen, weil es bis anhin auch so gut funktioniert hat. Aber man hat auch Vertrauen in die anderen beiden Torhüter, die da sind. Und die Mannschaft hat vor allem auch Vertrauen in sich selber und muss jetzt damit umgehen können. Andi Lendner. Nils Pettersen hat Ihre Mannschaft vermeintlich fast schon liebevoll als Quälgeist bezeichnet. Sind Sie gern wie der Quälgeist, dass Sie vorliegen und Freiburg wieder unter Druck setzen, denke ich mal? Das habe ich heute der Mannschaft mitgeteilt gehabt, dass er das gesagt hat. Ja, selbstverständlich möchten wir das natürlich weiterhin aufrechterhalten versuchen. Wird wiederum nicht einfach sein, vorzulegen, aber wir versuchen selbstverständlich auch in Bielefeld wieder Punkte mitzunehmen. Und machen wir eigentlich weiterhin so, wie wir das bis jetzt immer gehandhabt haben. Wir schauen auf uns, versuchen unsere Spiele positiv zu gestalten und das, was die Konkurrenz macht, können wir nicht beeinflussen. Und damit sind wir bis anhin gut gefahren. Dieter Bracke, NZ. Ärgert es den Trainer des 1. FC Nürnberg, wenn er heute lesen muss, dass sein ehemaliger Schützling Pinola vielleicht an der Seite von Messi in der argentinischen Nationalmannschaft spielt? Nein, das freut mich für Pinola. Ich freue mich immer auch für andere Spieler, die mal den Weg mitgegangen sind oder den Weg ich auch begleiten konnte, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie zufrieden sind. Aber das hat mit uns nichts mehr zu tun. Die Spieler sind nicht mehr da, der Pinola ist nicht mehr da. Und demzufolge berührt mich das eigentlich nur noch nebenbei. Andi Lendner. Nach der Tortur von den 4 Spielen innerhalb von 12 Tagen, jetzt haben Sie mal fast wieder oder exakt eine Woche Zeit, die Mannschaft darauf vorzubereiten, für Sie schon fast Luxus? Nein, und wir spielen ja jetzt auch schon wieder Freitag. Also es wäre jetzt anders gewesen, wenn wir Sonntag gespielt hätten. Aber das ist jetzt auch wieder kurze Zeit. Freitag, eine Woche. Und es waren sehr viele Spiele aufeinander folgend. Die waren aber auch positiv. Das hat ja dann auch beflügelt. Und dann will man möglichst schnell wieder weiterspielen. Aber das sind auch Dinge, die man nicht ändern kann. Also jetzt spielen wir am Freitag das nächste Spiel und freuen uns auch darauf und sind sicher erholter als auch schon. Wolfgang Lars. Sie sagten am Freitag, dass die Mannschaft körperlich und auch mental ziemlich leer gewesen sei nach diesen vielen Spielen. Ist diese Frische ein bisschen zurückgekehrt jetzt in den letzten Tagen? Haben Sie das Gefühl? Ja, das Gefühl habe ich, das kann ich bestätigen. Dieter Bracke. Dann, wer möchte als nächstes? Es war jetzt auch in überregionalen Medien die letzten Tage von einem neuen Dreikampf die Rede, was die ersten 3 Plätze angeht. Sehen Sie das genauso? Nein, das sehe ich nicht so. Das habe ich schon mehrfach euch gesagt. Da sind 2 Mannschaften, das hat man auch am letzten Montag gesehen, die einfach qualitativ noch besser sind als wir. Wir versuchen das selbstverständlich wettzumachen mit sehr viel Team- und Kampfgeist. Das gelingt uns im Moment sehr gut. Unsere Spiele sind allesamt sehr knapp. Im Moment sind wir sehr glücklich, dass wir das bessere Ende sehr oft auf unserer Seite haben. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das nächste Spiel, versuchen möglichst positive Ergebnisse zu realisieren.
Und dann schauen wir Ende der Spielzeit, wo wir dann wirklich stehen. Michi Gössel, Sport 1. Guido Burgstaller ist einer von den Spielern, der ja, bei Ihnen gerne trifft, auch wenn es 2016 bisher noch nicht so geklappt hat, aber er ist Ihr Topscorer, wie das ja so neudeutsch schön heißt. Vielleicht ein Wort zu seinen Qualitäten und was ihn auszeichnet. Ja, er ist ein unermüdlicher Kämpfer, Vorkämpfer fast schon, gibt nie auf, er narrt die Gegenspieler, er ist sehr zielstrebig, hat das Tor immer im Kopf, er will unbedingt Tore schießen, das sieht man ihm jederzeit an. Und momentan klappt das weniger als auch schon, aber auch da lässt er sich nicht hängen, er versucht immer wieder. Wenn er keine Tore schießt, hat man oft auch das Gefühl, ja, jetzt könnte er doch ein bisschen einfacher spielen oder vielleicht auch früher den Ball abspielen, aber das zeichnet ihn eben auch aus, dass er nicht aufgibt, dass er trotzdem dranbleibt und er wird auch wieder seine Tore schießen, da bin ich überzeugt davon. Ist das genau so ein Spielertyp, den man jetzt gerade so braucht in dieser Phase, wo man da oben dran ist? Ich glaube schon, dass ein solcher Spielertyp jeder Mannschaft gut tut, weil er, wie gesagt, ein Vorkämpfer ist und immer vorne weggeht. Jetzt Dieter Placke. Der Niklas Füllkrug stand gestern hier und hat erklärt, das Ergebnis vom Montag Freiburg gegen Leipzig interessiert ihn nicht. Denkt der Trainer des 1. FC Nürnberg ähnlich oder hätte er sich einen Leipziger Sieg gewünscht? Das habe ich auch schon mal beantwortet gehabt. Also ich wünsche eigentlich anderen Mannschaften keine Niederlagen. Das gehört sich auch nicht. Aber selbstverständlich schielt man mit einem Auge immer auf andere Resultate, hofft sich vielleicht irgendeinen Ausgang, der für sich oder für einen selber von Vorteil wäre. Aber so funktioniere ich auch nicht. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, müssen unsere Arbeit verrichten und die Konkurrenz spielen lassen, wie sie spielt. Und von dem her gesehen hat mich das Resultat eigentlich nur so beiläufig interessiert. Wolfgang Lars. Angenommen, Rakowski würde jetzt spielen am Freitag. Was zeichnet denn den Torwart Rakowski Ihrer Meinung nach besonders aus? Also sicher mal tollen Charakter. Der ist sehr gut eingebunden in der Mannschaft, verhält sich tadellos, sei das auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld, sei das im Training oder auch auf der Bank. Sehr willig, sehr reaktionsschnell, selbstverständlich auch noch in einem Alter, wo man noch dazu lernen muss. Die Erfahrung von Schäfer kann er selbstverständlich nicht haben, aber schon auch ein Junge, der eigentlich den Erfolg verdient. Und jetzt wird er unter Umständen, je nachdem wie dann entschieden wird, die Gelegenheit auch wieder erhalten. Im Leben kriegt man immer wieder mal eine Chance, das habe ich schon mehrfach auch betont gehabt. Und man muss sich dann auch das Glück verdienen. Und Rakowski ist sicher einer derjenigen, der sich das Glück verdienen kann. Weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen, dann danke ich fürs Kommen. Das morgige Abschlusstraining beginnt um 12 Uhr und ansonsten sehen wir uns am Freitag in Bielefeld. Wiedersehen. Danke, tschüss.